Ja, gute. Ja, wir haben Feiertag. Und hat einfach mal Bock auf ein kleines Abenteuer. Ja, wie nennt man das? Mikroabenteuer. Und habe ich mich ins Auto gesetzt und bin in den Pfälzerwald gefahren. Und ich stolper hier so ein bisschen im Wald rum und werde dann an einem Felsen ankommen und da werde ich die Nacht verbringen. Ich habe gehofft, dass der Autobody noch mitkommt. Ja, hat aber leider dann doch abgesagt. Ja, ich komme immer wieder sehr gerne hierher, weil es einfach wunderschön ist. Ich weiß, ich wiederhole mich jedes Mal, in jedem Video sage ich dasselbe, der Pfälzerwald, der Pfälzerwald. Ja, aber es ist nun mal ein Fakt. Ja. Und hier hat man wirklich noch Natur. Und wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, hat man die Natur für sich alleine. Ist zwar auch immer mehr Glücksgefühl, Glückssache, aber das gibt es noch. Ja, und es ist immer wieder faszinierend, wie die Felsen hier, seht ihr die Kleinen da im Hintergrund, müssen gar keine großen, spektakulären Sachen sein. Immer wieder die kleinen, schönen Dinge. Und dann kommst du so noch nach einer Tour nach Hause und bist eigentlich ein völlig neuer Mensch.
Einfach gigantisch. Also, hier werde ich bleiben. Das wird ein mega Spaß. Und ich freue mich riesig und bin sehr gespannt. Morgen soll es ein bisschen regnen, aber ich werde es, glaube ich, vorher schaffen, schon wegzukommen. Werden wir sehen. Und wenn, ist es auch nicht tragisch. Heute ist das Wetter auf jeden Fall toll, auch wenn es ein bisschen windig ist. Dafür ist es nicht so warm und das ist sehr schön. Ja, jetzt werde ich mal mich hier ausbreiten und mir gemütlich machen und vor allen Dingen mal was zu essen machen. Nicht, dass der Tom hier völlig abmagert. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich sehr hoch. Hier, guckt mal. Ich hoffe, ihr habt Mitleid mit mir. Wer hat da gelacht? Ja, ihr lasst es mir jetzt mal so richtig gut gehen. Schön abhängen, faulenzen, der Natur lauschen und einfach mal vom 100 im Alltag auf 0 runterkommen. Und den lasse ich mir nachher schmecken. Schmeckt gar nicht mal so gut. Naja, ist auch wirklich nicht sehr schlecht. Süßkartoffelpampe. Nachher werde ich noch ein Fläschchen machen. Schuppe. So lässt sich aushalten. Ich wollte ja eigentlich mein neues Zelt ausprobieren, aber ich habe mir überlegt, das brauche ich gar nicht machen. Ja, wir haben noch eine Folie und eine Luftmatratz und einen Schlafsack. Enderpeng. Mehr braucht man nicht. Der Felsen gibt so viel Schutz. Unglaublich. Ja. Aber das nächste Mal habe ich Grillgut dabei. Hey Mathis, danke für den Tipp. So, und da habe ich mir schon den Schlafplatz eingerichtet. Und ja, der Felsen bietet genug Schutz. Wenn es regnen sollte, bin ich auf jeden Fall im Trockenen. Und ja, sehr kalt wird das ja auch nicht. Und außerdem habe ich ja hier nochmal einen Cumulus-Schlafsack. Da kann man sich schön warm einkuscheln. Ja, so kann man auch mal übernachten. Sehr geil. Ja, ich habe es geschafft, Kontakt aufzunehmen, hier von unterwegs, mit dem Thomas. Und zwar dem Thomas aus dem Kanal Thomas Felser Outdoor Adventure. Der Kanal verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Der macht auch richtig klasse Videos. Ich gucke mir sie immer sehr gerne an. Ist mit seinem Hund Semi immer unterwegs und macht auch immer schöne Drohnenaufnahmen. Ja. Und es ist mir gelungen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und wenn ich Glück habe, kommt er noch vorbei heute Abend.
Er versucht es möglich zu machen. Ja, versprechen kann er es nicht. Aber drückt mir mal die Daumen. Dann wird es noch Spaß heute Abend. Tja, jetzt ist es Tatsache geworden. Ich bin sehr überrascht und sehr erfreut. Herr Thomas ist da und sollen wir noch einen schönen Abend haben? Komm mal her, mein Lieber. Hallo, grüßt euch. Ganz immer, spontan heute. Immer über die Videokanäle Kontakt und jetzt endlich mal Live-Kontakt. Ich freue mich riesig. Richtig, top. Freut mich auch. Echt, ganz großes Kino. Jetzt werden wir noch ein bisschen Spaß haben und dann... Genau, jetzt werden erstmal zwei schöne kalte Bier getrunken. So ist es. Schuppe. Viel Spaß. So, ja, Thomas ist leider wieder nach Hause. Hat mich aber sehr gefreut, dass er da war. Thomas, sehr geile Aktion. Hat mich riesig gefreut, dass du noch gekommen bist, dass ich mal kennenlernen durfte. Und Sammy, mein neuer Freund. Ja? Ich sag nur schwarze Jeanshose. Ja? Thomas, du weißt Bescheid. Ja, ich freue mich, dich wieder zu sehen demnächst mal. Und auch rein, mein Lieber. Ja, und ich mache mir jetzt dann irgendwann gleich ein kleines Lagerfeuerchen und genieße den Abend noch. So, die Sonne ist untergegangen. War ein sehr schöner Tag heute. Jetzt langsam duster, ich lasse das Feuer jetzt hier noch ausbrennen und dann verziehe ich mich auch schon in meinen Schlafsack und kuschel mich schön ein und dann wird geschlafen, dass ich morgen früh wieder bei Zeit fit bin und dann wird auch wieder die Heimreise angetreten. Ja, auch dass ich dich nochmal kennengelernt habe, Thomas, ja, war sehr, sehr schön, war toll, eine tolle Erfahrung und ich freue mich schon auf eine gemeinsame Tour. Guten Masche. Ja, um 7:15 trinke ich noch einen Kaffee und futter mein Porridge, dann geht es auch schon nach Hause. In den frühen Morgenstunden hat der Naturwecker mich wach gemacht. War ein kleines Käuzchen. Ja, war auch recht windig heute Nacht, wie jetzt auch immer noch. Aber ja, halt, hat sich alles im Rahmen gehalten. War eine tolle Nacht wieder. Auch wenn ich ein bisschen unruhig geschlafen habe, aber naja, war auf jeden Fall wieder geil und wieder ein Erlebnis. So, jetzt wollte ich gerade mal, bevor ich gehe, gucken, dass ich nichts vergessen habe. Und ihr seht ja hier aber meinen Schlafplatz, das wollte ich jetzt gerade noch ein bisschen verwischen. Und dann gucke ich, nochmal. Seht ihr die kleinen Fußspuren? Ich hatte Besuch da in Nacht, von wem auch immer. Ich denke mal von einem Fuchs. Unglaublich. Sehr geil. So, da soll mal einer behaupten, das wäre kein Abenteuer. Ne? Das war wieder mega. Der Spot hier ist super geil. Ne? Wird mit Sicherheit nochmal herkommen. Wieder einiges erlebt. Besuch gehabt vom Thomas. Heute Morgen nochmal von einem kleinen Fuchs anscheinend, so wie es aussieht.
Und ja, war schon wieder erlebnisreich und hat riesen Spaß gemacht. Jetzt werde ich wieder zurückgehen ins Auto, da werde ich nichts mehr filmen, weil der Rückweg ist dasselbe wie der Hinweg und muss man nicht doppelt filmen. Bleibt noch zu sagen, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund wie immer, ja, haut keinen Scheiß, geht in den Wald, respektiert die Natur und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal im Kanal. Ciao!